Ihr Beckenboden muss während der Schwangerschaft viel leisten. Erst muss er das wachsende Kind halten, dann müssen sich seine Muskeln für die Geburt dehnen, bis sie fast papierdünn sind, um das Baby durchzulassen. Katrin hat vor 2 Wochen entbunden. Die Hebamme zeigt ihr ein paar Übungen, um die Beckenbodenmuskulatur wieder zu stärken. Du kannst ruhig die Beine, die stellst du so hüftbreit auseinander, stellst sie ruhig an. Mhm. Wichtig ist, dass du hier ganz locker bist im Becken. Mhm. Die Übung ist eigentlich ganz einfach, also du machst relativ wenig, aber es ist wichtig, dass du deinen Beckenboden wirklich erspürst. Mhm. Und dann atmest du ruhig weiter und bei der Ausatmung versuchst du dann mal, den Lendenwirbelbereich auf den Boden zu lassen und auch das Kreuzbein und dein Schambein zum Bauchnabel zu ziehen bei der Ausatmung. Als wenn du das einrollen wolltest nach innen, ja, wie so ein Korb. So. Mhm. Und jetzt versuch mal bei der Ausatmung so einen Ton zu machen wie pft, pft. Ist das richtig so? Ja, super. Ich merke ganz viel Spannung. Die nächste Übung, solltest du vielleicht jetzt nicht als erste Übung machen, sondern erst, wenn du schon ein bisschen deinen Beckenboden stabilisiert hast wieder. Ne? Aber ich zeige sie dir jetzt, ja? Dass du einfach nur die Beine nach links und nach rechts fallen lässt. Ne? Nicht mit der Bauchmuskulatur wieder hochkommen, sondern eben auch mit der Anspannung durch den Beckenboden. Ne? Und fallen lassen und anspannen. Genau. Super. Okay. Und merkst du richtig, wie sich das so hochzieht? Merke ich. Mhm. Gut, für die nächste Übung müsstest du dich auf die Seite drehen. Und leg dich auf deinen Arm, also den einen Arm unter den Kopf und den anderen Arm hier so als Faust vor den Bauchnabel, also den Bauchnabel, wo ist er? Da. Irgendwie so, das ist hier so, genau. Mhm. Und jetzt einfach bei der Ausatmung die Faust in den Boden drücken und dabei den Beckenboden anspannen, also auch wieder so zum Bauch hinrollen. Ne? Mhm. Bei den Hausbesuchen nach der Geburt zeigt Ihnen Ihre Hebamme die ersten Übungen. Die Kosten für 10 Stunden Rückbildung trägt fast immer die Kasse. Wenn Sie danach etwas für Ihre Figur tun wollen, können Sie einen speziellen Gymnastikkurs besuchen. So haben Sie ein paar Stunden für sich und sind im Kreise von anderen jungen Müttern, mit denen Sie sich austauschen können. Allerdings sollten Sie mit so einem Kurs erst beginnen, wenn Sie wieder ganz fit sind. Aber dann ist es eine gute Methode, um wieder zur alten Form zurückzufinden.